Hallo, herzlich willkommen beim Huber Lifestyle Kanal. Wir haben dort wieder einen sehr interessanten Gast, und zwar die Fabienne Wohlmend, professionelle Rennfahrerin. Fabienne, freut mich, dass du heute da bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Bei welcher Rennserie fährst du? Also aktuell bin ich in der W Series am Start. Das ist die einzige reine Frauenserie, die es weltweit gibt. Und wir fahren hier im Rahmenprogramm von der Formel 1. Du hast eigentlich gehörst du zu den besten Rennfahrern von der Welt, kann man sozusagen sagen, oder? Genau, also es hat wirklich eine Ausscheidung gegeben, wo sie wirklich die besten Rennfahrerinnen von der Welt gesucht haben. Und das sind jetzt ja, die besten 20. Und wir sind da mit Formel 3 Autos unterwegs und haben 8 Rennen im Jahr. Also ja, mit Schaffen nebenbei wird es zeitlich sehr schwierig. Es ist letztes Jahr ein riesen Video über die ganze Welt gegangen. Und zwar hat es einen mega Crash gegeben in Spa beim Rennen. Du warst sogar involviert, Fabienne. Wir zeigen euch jetzt einmal schnell das Video. Schauen Sie euch bitte an. It was raining and then Sarah Moore loses the back of the car, goes broadside. I mean, you can just hear the impacts there. Fabienne Wohlmend coming in at high speed. Bitte schreiben die Kommentare, was ihr von dem Crash hebt, was er also als erstes eingefallen ist. Jetzt, Fabienne, wie war das für dich? Wie hast du das wahrgenommen, der Crash? Wie ist das gestanden aus deiner Sicht? Ja, es war natürlich ja, sehr überraschend. Wir waren im Qualifying. Ich hatte gerade die erste richtig gute Runde und bin dann auf die berühmte Kurve Eau Rouge zugefahren. Und ja, das Auto vor mir hat sich dann, ja, weil es hat angefangen zu regnen, hat weggedreht. Und ich habe aus Reflex bin ich ausgewichen, wollte über die Auslaufzone ausweichen. Man muss sich vorstellen, Spa, Eau Rouge, haben wir wirklich einen Höhenunterschied von glaube, über 20 Meter. In diesen Formel-3-Autos hocken wir recht tief. Dementsprechend ist es nicht möglich, über die Kuppe zu sehen. Und ja, ich bin mit 220 km/h auf der Kuppe. Habe ich etwa 180 km drauf gehabt, wo ich gesehen habe, dass hinter der Kuppe 4 Autos stehen. Und in dem Moment habe ich gewusst, es ist keine Chance mehr zum Anhalten, keine Chance mehr zum Ausweichen. Und ja, es ist wirklich eine extreme Situation. Es war, glaube ich, so der erste Moment in meiner Karriere, wo ich gedacht habe, ich bin mir nicht sicher, ob ich und die anderen hier unverletzt aussteigen. Ja, dann natürlich ein heftiger Aufprall. Ich bin sicher mit 140, 50 km eingeschlagen, alle 4 Reifen komplett blockiert. Das Glück hatte, dass ich frontal eingeschlagen bin. Ich konnte natürlich dann aussteigen können, zu den anderen Fahrerinnen schauen können. Und zum Glück sind alle wirklich mit einem blauen Auge davon gekommen. Und wenn man die Bilder sieht, das ist ja wirklich heftig. Also der hat sein Auto überschlagen und du bist ja wirklich mit 140 reingekommen. Wie war das in dem, ich sage jetzt, in dem Moment, wo du gewusst hast, das crasht? Gibt es einen Automatismus als Profi, wo man, ich sage jetzt, Intus hat? Weil es sind ja nur, ich sage jetzt, Sekunden, wo man reagieren kann. Oder fahrt man einfach mit, wie ist das? Hast du da wirklich reagieren können als Profi, wie war das? Ja, also logisch sind es Millisekunden, wo man dort Zeit hat. Als Rennfahrer wird man natürlich genau auf so Extremsituationen trimmt. Dementsprechend verbringen wir auch sehr viel Zeit im Rennsimulator, um genau so Sachen zu simulieren. Auch zum die Reaktion stärken. Und ja, in jedem Moment habe ich natürlich gewusst, ich kann nicht ausweichen. Das Beste ist natürlich, frontal drin zu fahren, weil so das Auto eigentlich am stabilsten ist. Sehr wichtig, auch in dem Moment das Lenkrad loslassen, weil ja, wenn sie das Lenkrad drüllt, können sie, dass wir uns dahin verletzen. Habe somit eigentlich alles ja, richtig reagiert, richtig gemacht. Und ja, aber es sind jetzt so kurze, wirklich, du hast so kurz Zeit, um dort zu entscheiden, richtig oder falsch. Aber ich denke, dort haben wir schon gut gemacht. So. Also das, ich sage jetzt, hast du wirklich reagieren können, weil es halt immer gelernt hast, oder? Aber ich meine, nichtsdestotrotz, der Unfall ist passiert und du bist ja wirklich frontal drin. Welche Verletzungen hast du dort gehabt? Ja, also es ist dann schon im ersten Moment, wir haben natürlich Funkverbindung zur Box. Und in einem Moment, wo ich wirklich aufgeprallt bin, hat mein Ingenieur am Funk gesagt, Fabienne, P1, also hätte ich zu einem Zeitpunkt Pole Position gehabt, wäre auch für eine super Runde gewesen. Und ja, in einem Moment habe ich genau so gemacht mit meinen Füßen und bin froh, dass ich sie noch spüre. Und ja, dann war natürlich sehr schon die Angst, ich kann noch weitere Fahrzeuge, weil es natürlich eben rutschig war. Es ist allzu schnell gegangen, wir haben dort noch kein Flaggensignal gehabt und eben, wie gesagt, man sieht nicht über die Kuppe rüber. Wir sind dann ausgestiegen und ins Medical Center gefahren worden. Zwei Fahrerinnen sogar ins Spital.
Und ja, bei mir hat man festgestellt, dass ich eine Prellung habe am Steißbein. Ja, sehr angenehm gewesen, ja, zum Sitzen die nächsten paar Wochen. Und ja, so ist halt Schlüsselbein, Hanniprelka vom Gurt und Nacken vom Aufprall, weil jetzt natürlich enorme Gehkräfte sind. Und ansonsten bin ich wirklich mit ein paar blauen Flecken davor gekommen, zum Glück. Es hat ja wirklich auch mitgenommen. Aber was ich einfach phänomenal finde, du bist am nächsten Tag trotzdem das Rennen gefahren. Und da frage ich mich als Laie, man, wie geht das? Aber du hast Steißbein prellt, du hast Nacken und Schulter prellt. Und vor allem auch mental. Ich meine, du hast gerade den Unfall gehabt. Wie hast du das weggesteckt? Wie bist du damit umgegangen, dass du am nächsten Tag das Rennen fahren hast können? Ja, also jetzt haben wir so viele Leute geschrieben, jetzt hockst du aber schon nie mehr rein oder morgen fahrst du nicht. Und für mich ist es jede Sekunde, wo ich aus dem Auto ausgestiegen bin und gewusst habe, okay, mal geht einigermaßen, wäre das Auto ganz gewesen, wäre ich aus Qualifying weitergefahren. Also, es ist mental, sage ich, ist Motorsport eine der Sportarten, wo du wirklich mental eigentlich den Unterschied machen kannst. Weil natürlich ja, der Rest sehr abhängig ist vom Auto, von der Einstellung und alles. Aber mental kannst du als Fahrer wirklich einen Unterschied machen. Und ja, ich habe dann probiert, mich eigentlich so weit abzuschotten, wie es nur geht. Mich auch im Hotel wirklich zurückzuziehen. Habe dann wirklich auch mit Familie und so telefoniert. Habe mich ablenken, nicht unbedingt über einen Unfall zu reden. Habe auch probiert, die Videos nicht tausendmal anzuschauen. Am nächsten Tag natürlich den Morgen mit meiner Physio verbracht, dass wir dort mich eigentlich, meinen Körper so weit wieder zusammentaped haben, dass ich bereit bin fürs Rennen. Und dann habe ich mich vorbereitet, wie auf jedes andere Rennen auch. Hat geregnet, was voll meine Lieblingsdisziplin ist. Und dann bin ich wirklich von Platz 13 in leider nur 20 Minuten statt 30 Minuten, weil wir eben so starken Regen hatten, von 13 auf Platz 7 vorgefahren. Und ja, hat eigentlich wirklich das Zeug gehabt, um den Sieg holen oder ganz sicher Platz 3, wenn alles normal gelaufen ist. Aber ja, ich bin einfach froh, um wieder Auto fahren können. Hast du bei dieser Kurve, ich sage jetzt am Anfang, Bedenken gehabt, wo du gefahren bist, oder war es gleich weg? Also ich muss sagen, es war ein Safety Car Restart und in dieser Kurve habe ich schon das erste Auto wieder überholt. Also ich muss sagen, man darf natürlich keine Angst kriegen. Der Respekt ist da, wir fahren mit enormen Geschwindigkeiten. Motorsport ist viel sicherer geworden, aber es ist immer noch ein gefährlicher Sport. Aber ja, der Umgang, man lernt es halt und man muss sowas wegstecken können. Aha, was ich mich frage ist, der Motorsport ist ja, ich sage jetzt, in den Medien immer sehr männlich dominiert. Und du hast ja, ich sage jetzt, mit sehr jungen Jahren damit angefangen. Hast du irgendwelche Erfahrungen, dass du gemerkt hast, ich merke, das ist eher männlich dominiert? Oder war das von Anfang an klar und ich sage jetzt, hast du nie welche negativen Erfahrungen gemacht, weil du eine Frau bist? Wie war das für dich? Hast du da irgendwas, ich sage jetzt, aufgenommen? Oder war das immer, dass man gesagt hat, hey, man fährt, egal welches Geschlecht, und das passt? Ja, also logisch, ich habe mit 7 Jahren angefangen. Man hat natürlich gemerkt, dass ich meistens als einzige Mädchen auf der Strecke bin. Meistens natürlich noch ein, zwei andere, aber der große Durchschnitt ist natürlich männlich gewesen. Aber ja, eben durch das, dass man natürlich so den typischen Rennfahrweg gemacht hat mit Go-Kart, den Formel 4, jetzt GT, jetzt wieder Formel 3. Die Rennwelt ist klein. Also ich sage, jeder kennt ein bisschen jeder. Und wenn man da wirklich das Resultat bringt, und ich war immer schnell, immer vorne mit dabei gewesen, dementsprechend hat es bei mir nie an Respekt gemangelt. Logisch, wenn man in eine neue Rennserie kam oder ein neues Rennteam, sind natürlich von den Mechanikern manchmal so ein bisschen Blick gekommen, so, oh, die kleine Blonde ist jetzt unsere neue Fahrerin. Aber für uns ist eigentlich genau die W-Series da, um wirklich das Bild vom Motorsport zu ändern, um zu sagen, dass wir Frauen genau gleich schnell sein können, dass das Auto nicht interessiert, ob jetzt da eine Frau oder ein Mann hinter dem Steuer hockt und ja, da Vollgas gehen. Schön, aber dass es das gibt und dass man da wirklich auch einen kleinen Change herbringt. Jetzt zum Schluss noch, Fabienne. Kannst du uns irgendeine coole Story, ein Insight oder irgendeine Geschichte erzählen, wo du sagst, hey, das war noch lässig oder das war noch eine coole Sache? So ein Kindheitstraum ist natürlich, im Rahmen von Formel 1 zu fahren. Logisch, als 7-Jährige wollte ich ursprünglich Formel 1-Weltmeisterin werden. Ja, durch das, dass man natürlich immer auf der gleichen Rennstrecke umeinander ist, trifft man natürlich auch mal den einen oder anderen Formel 1-Fahrer. Ich habe dann wirklich einen von meiner Lieblingsfahrer, der Daniel Ricciardo, in einer Bar in Amsterdam getroffen, wo wir in Zandvoort drinnen hatten. Und ja, haben dann kurz mit ihm geredet. Und dann am nächsten Tag, wie es halt der Zufall will, genau beim Trackwalk, habe ich ihn dann wieder getroffen. Und ich dachte, ja, er kennt mich jetzt nicht wieder.
Und dann haben wir halt Hoi gewunken und er so, hey, wir sind Cocktails gestern gewesen. Und ja, also so Sachen machen natürlich dann schon etwas aus, ja. Der Fall ist im bleibenden Eindruck hinterlaufen, Fabian. Genau, positiv oder negativ. Ich sage, lass jetzt zuschauen. Du, ich sage dir danke, war ein super Interview. Ich wünsche dir für dieses Jahr viel Erfolg, dass du so viele Rennen gewinnst wie möglich und wirklich Nummer 1 wirst, Fabian. Danke vielmals.